ihr Lieben, jetzt erklären wir euch mal, wie man Nachtzug fährt. Man hört ja immer so viel darüber, Energie sparen beim Reisen, nicht so viel mit dem Flugzeug fliegen, am besten gar nicht. Und es geht mit Nachtzügen. Ja. Was ist deine Meinung zu Nachtzügen? Also ich finde die okay. Ich habe nichts gegen Nachtzüge. Ines ist mega begeistert und fährt super gerne Nachtzug. Hier oben kann man auf der Tafel lesen, wann es losgeht, und man reserviert natürlich vorher. Das ist ja klar, weil es gibt natürlich nicht so viele Plätze im Nachtzug wie im anderen Zug. Was findest du das Schönste im Nachtzug, Kästchen? Also das Schönste finde ich jetzt erstmal, wenn ich in Ruhe nachgucken kann, wo unser Zug fährt. Was ich jetzt auch mache. Sie ist wirklich aufgeregt. Wenige Minuten später habe ich festgestellt, dass polizeiliche Ermittlungen sind, deswegen haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich nicht sofort zum Gleis. Also wir müssen nicht sofort zum Gleis. Denn wir wissen nicht, welches Gleis es ist. Treiben uns die Zeit mit dem Verlesen lustiger Destinationen. Zum Beispiel Wien, Matz-Leinsdorfer Platz. Was findest du lustig, Häschen? Deutschkreuz. Deutschkreuz. Ternitz, Potschach, Glognitz, Wels, Hirschstetten. Wien, Göllersdorf, Breitenweida. Speising, Neufeld an der Leiter. Das mein Lieblings ist Wulka Prodersdorf. Atzgersdorf. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in den falschen Zug einsteigt. Ne? Sonst ist man nämlich in Rom. Wäre aber auch nicht verkehrt. Ne? Nein, ist auch nicht da. Bist du Fußballfan, Häschen? Wegen dem neuen Schal? Borussia Dortmund. Yeah. Hufflepuff, Freunde, Hufflepuff. So, da kommt der Nachtzug. Super geil, der fährt rückwärts. Das ist ziemlich lustig. Warum fährt der rückwärts? Ines ist unkonzentriert. Diese Nachtzüge sind geil, die werden gespalten. Früher ist er noch nach Kopenhagen gefahren, einer. Über Berlin. Der hier fährt jetzt, der spaltet sich in Nürnberg und fährt nach Hamburg. Also ihr könnt sehen, der ist echt verdammt lang. Kann man sich wie ein komplettes Hotel vorstellen eigentlich. Sitzwagen, Liegewagen, Schlafwagen, irgendwelche Luxuswagen, keine Ahnung, mit Dusche und so. Oh, die Ines schreitet schon voran. Jetzt kommt noch die Lok. Voll cool. Das muss ziemlich geil sein, wenn man Lokführer ist, mit der Lok rückwärts in den Bahnhof reinpesen mit voller Möhre, ey. Nice. So, ist ein bisschen eng hier, ne? Aber man hat drei Kleiderbügel. Okay. Also man kriegt ja auch. Ach so, man kriegt Schlappen. Man kriegt ja auch Schlappen für die Wellness und so. Ja, stimmt. Und hier stehen Plastikwasser. Und hier ist. Das ist die Wellness. Das ist die Wellness. Ja. Hier ist die Wellness. Da könnt ihr sehen, da sind Dinge nicht drin. Hier ist mein Handtuch. Jo. Auch für die Wellness ist. Das alles für die Wellness. Ja, für die das ist eigentlich, ja, das stimmt. Das ist eigentlich mega. Und die einzige Kofferplage ist da oben. Da versuche ich jetzt meinen Kram gleich mal rein zu buxieren. Ines, wie machst du? Du tust es unten drunter, ne? Ja, ich tue es immer unter das Bett. Ja. Also deine Sachen kommen oben hin, meine unten hin. Das ist immer ganz gut. Er schläft immer oben. Warum? Er ist halt so. Du willst immer oben schlafen? Ja. So ist es. Ja, das ist mal mieten wir zwei Abteile. Dann hat man richtig Platz sogar eigentlich. Also dann könnte man hier den Mittelteil zum Beispiel aufmachen. Vielleicht geht das ja. Wenn ihr wisst, ob das geht, postet es hier drunter, damit die Ines eines Tages auch mal im großen Abteil pennen können. Vielleicht geht's. Aber ich glaube nicht, Jessie, was ist mit der Säule da? Das ist doch egal, aber hier sieht man ja, dass es aufgeht. Und die nächste Hürde, jetzt muss ich erstmal, bevor alles umgebaut wird, den Koffer da runter. Jetzt habe ich Papier hingetan, damit ich die Sitze nicht dreckig mache. So, jetzt. Stark genug, um meinen Koffer hier hochzuhalten. Nein. Nein. Das war ein Nein. Eindeutiges Nein. Das war ein Nein. Die Ines hilft mir jetzt dabei. Oder legt vielleicht, das vielleicht. Ja, ja, ja. Läuft.
Hallo ihr Lieben in der Stadthalle Gladbeck. Wir wären jetzt sehr gerne bei euch. Die Ines ist übrigens nicht Fan von irgendeinem Fußballverein, der bei euch in der Nähe zu Schwierigkeiten führen kann, sondern sie ist ein Hufflepuff-Schal. Wir sitzen gerade im Nachtzug von Wien nach Köln, wo ich morgen leider nicht bei euch eine Veranstaltung halte, sondern in einer deutschen Schule. Und wir haben kofferweise Mannerschnitten für die Kinder mitgebracht. Und wir werden über Rassenhygiene reden und dass es gar keine Rassen gibt, gar keine menschlichen. Das wissen nämlich viele Leute gar nicht. Viele Menschen denken, das gäbe es. Ja, wir wünschen euch eine großartige Weihnachtsfeier. Merry fucking Christmas. Wir haben hier auch Weihnachten, wir haben hier typische Weihnachtsmini-Törtchen und typisches Weihnachts-Plastikwasser. Prost, feiert schön. Bis bald. Eure Marc und Ines. Jingle Bells, turn. Die Stimmung steigt. Ines, ja. Kannst du mal zeigen, was du unter deiner Kleidung hast? Ein Wein. Und warum ist er unter deiner Kleidung, Ines? Weil er viel zu warm ist, den muss ich noch anwärmen. Und deswegen kuschel ich ihn jetzt ein bisschen warm. Also Rotwein kann man nicht... Er ist immer noch eiskalt, das wird nichts, ey. Aber... Der ist schon wärmer als vorher. Ich habe in der Zwischenzeit mir noch ein kleines Säckchen geholt. Also das kriegt man hier für lau. Also zahlt man natürlich, aber tun soll es uns gratis. Und während die Ines den... gibst du mir bitte meine veganen Kringel? Ach, du hast selber welche in der Tür. Zeig dir mal deine Überraschung. Man kriegt bei mir einen Überraschungskuchen. Also, wir haben ja schon gesagt, Schuhe und Fremde für Dennis. Oh, ein Kuli, hast du den auch schon gezeigt? Ja. Du hast doch deine Schuhe. Wir haben ihn nicht gezeigt, ja. Ne? Und auch Kringeln zum Essen. Vegan. Und Wasser. Und das war es auch schon. Erfrischungszufall? Eine Erfrischungszufall. Und Ohrstöpsel. Ah ja, Ohrstöpsel. Vergessen, falls du schnarchst. Sehr witzig. Wenn dir einer schnarcht, dann du. Ich atme nur. Du schnarchst, ich atme. Postet hier drunter, wer von uns schnarcht und wer atmet. So, jetzt schauen wir uns mal die Dusche an. Achso, hier kann man übrigens, hier sieht man die Lok. Ne, kann ich jetzt nicht sehen. Also hier geht es in den Waschraum. Nicht unkomfortabel. Eine Toilette. Hier ist nämlich nicht in der Kabine drin, das ist nur wirklich ein Luxusabteil. Und hier gibt es sogar eine Dusche. Leider ist sie morgens immer leer geduscht, weil wenn Mädchen im Zug sind, nicht wertend gemeint, ist eine Beobachtung, und mit langen Haaren und die sich die Haare duschen, ist die Dusche natürlich sofort leer. Deswegen entweder jetzt oder nie. Also diese Dusche hat ein interessantes Eigenleben. Man drückt auf diesen roten Knopf, dann kommt so ein kurzer Wasserstoß raus. Aber immerhin, besser als nichts, finde ich. Jetzt auf einmal wieder. So. Also kurz gesagt, macht ja nichts. Die Betten sind aufgebaut. Gemütlichkeit pur. Hier. Sieht's aus. Das ist mein Bett. Das Bett für mich ist. Schon wieder alles runterschmeißt. Ja, das passiert natürlich. Du hast deinen eigenen Kram runtergeschmissen. Ja, habe ich doch gesagt, die schon wieder alles runterschmeißt. Ah, die Ines schmeißt alles runter. Aber das ist mega gemütlich. Weil die Ines jetzt ja nicht hier oben bei mir im Bettchen schlafen kann, die hat Angst runterzufallen. Nee? Da hast du Angst vor. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich so, weil die Betten sind sehr schmal. Die Betten sind sehr schmal, also du bist unten in Sicherheit. Also normalerweise kuscheln wir sehr gerne nachts, aber das ist doch ein bisschen zu schmal. So, und deswegen habe ich mir einfach eine gute Nachtfigur gekauft. Die stelle ich mir jetzt hier neben. Bin ich nicht so allein im Bett? Ah. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Linz. In Linz. Kennt ihr alle von den leckeren Linzer Törtchen? Nom 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 nom. Das ist ein Mini Schlafenszeit. So, Schlafenszeit ist jetzt so langsam gekommen. Ines, wie sieht's bei dir aus da unten? Ich bin auch soweit. Du bist soweit, du hast Zähne geputzt. Ich habe Zähne geputzt. Ich habe meinen Pyjama an. Du hast dein Pyjama schon an? Ja, sieht man auch hier. Nein, sehe ich nicht. Doch. Was ist das für ein Pyjama? Was kannst du empfehlen? So was Schönes Flauschiges. Was Schönes Flauschiges? Ja, das ist sehr flauschig hier. Okay, super geil. Ja, läuft. Ihr seht, hier hinter mir wacht meine Traumwächterin auf mich. Wenn die andere echte Wächterin nach unten geht, ne? Ja, ich kann leider nicht hier oben schlafen. Das ist zu gefährlich, ne? Nee, was denkst du, was passieren könnte, wenn du da hier schläfst? Ich weiß nicht, ziemlich tief fallen. Du kannst ja mal da runterfilmen. Also das ist sehr
Das ist tiefer als ein Canyon. Wenn ihr schon mal in einem Canyon wart, wisst ihr Bescheid. Achso, und hier sind gute Nachtmotive auf meinem Shirt. Das ist auch immer wichtig, dass man viele gute Nachtmotive hat. Zum Beispiel ein Mond, ein Regenschirm und ein Geist, ein Totenschädel, ein Spinnennetz, eine oder eine Palme. Wie? Da musst du uns nochmal erklären, was das genau mit Gute Nacht zu tun hat, so Spinnennetze und so. Das könnt ihr drunter posten. Gute Nacht. Jetzt ist es 7.30 Uhr. Gleich sind wir da. Freust du dich schon, Häschen? Ja. Jetzt freut sich mich auch. Nachtzug fahren macht Spaß. Jetzt muss ich zusehen, dass ich den ganzen Kram hier schnell einräume. Denn der Zug fährt weiter nach Düsseldorf und da möchte ich natürlich nicht hin. Nein, ich möchte nach Köln. So, da sieht man schon Köln sich nähern. Das ist eine Haltestelle, ist das hier. Aha, Hochhäuser im Hintergrund. Köln-Kalk oder Köln-Dolz, Köln-Kalk, weiß ich gar nicht. Oder von der anderen Seite. Wir werden es gleich sehen. Der Flur ist relativ leer. So viele Leute sind schon gegangen, wie es scheint. Das ist der Kölner Dom. Jetzt kommen wir am Saturn vorbei, am Mutterhaus des Saturn. Der erste Saturn, den es jemals gab. No shit. Ich muss Marki mehrmals sagen, dass er leise sein soll, weil hier noch andere Leute schlafen. Naja, ist der Saturn hier. Ist auch interessant. Nicht alle steigen zur gleichen Zeit aus. Ja, Schatz. Deswegen ist, muss man, wenn man im Nachtzug fährt und dann früher aussteigt, sollte man leise sein, damit alle nicht schlafen. Da hat jedes recht. Hier ist der Saturn. Das alte Gebäude. Diesmal übrigens nicht rückwärts. Auch geil. Diesmal fährt er vor. Oh, man hört die Lok singen. Das ist eine von den Siemens-Loks, die singen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, schaut meine guten Videos zu singenden Loks. Könnt ihr googeln. So, jetzt gehen wir zur Schule in Köln-Ehrenfeld. Yes! Liebe Schülerinnen und Schüler des Dreikönigsgymnasiums in Köln, wart ihr brav? Waren die brav? Weil ihr so brav wart, bringen wir euch tonnenweise Manna mit. Ohne Scheiß. Es könnte sein, dass es für alle reicht. Wir sind hier noch im Wiener Hauptbahnhof. Hier könnt ihr das sehen. Das ist der Wiener Hauptbahnhof. Und hier ist der große Manna-Shop. Das ist so, wie für Köln 4711 ist, ist für den Wiener Manna. Gibt's alles. Alles in Manna. Manna-Taschen, Manna-Weihnachtsbaum, Manna-Knusperschnitten, alles. Manna-Manna, trägst du das morgen? Ich kann es, glaube ich, gar nicht alles tragen. In die Schule. Ich helfe dem, aber ich werde nicht alles tragen. Nein. Also, ich hoffe, ihr bringt Hunger mit auf Manna-Schnitten, die wir ohne Scheiß aus Österreich für euch mitbringen. Liebe Schüler. Ich bin aus Österreich, aus ganz Wien. Aus ganz Wien.